Endlich hat die Sommerpause ein Ende. Seit dem 7. März war die Helios Arena zumindest in Sachen Eishockey verwaist. In den kommenden Tagen trudeln die Spieler nach und nach in Schwenningen ein. Mitte nächster Woche geht's dann endlich wieder aufs Eis. Die erste am Stadion war heute Vormittag Neuzugang Bernhard Keil. Die erste Nacht war super, meine Wohnung ist top, eingerichtet habe ich zwar noch nichts, war ein bisschen müde dafür, dann waren wir noch bei uns oder in Hochemmingen beim Essen, beim Adler, war ganz gut und dann super geschlafen, aufgewacht, top fit und jetzt ein bisschen die Stadt noch anschauen und mal schauen, was es so gibt. Auch die Spieler sind mehr als froh, dass der Sommer nun endlich vorbei ist und tauschen das Fitnessstudio gerne gegen die Eishalle ein. Also ich mal im August, wenn es weitergeht, wenn es wieder aufs Eis geht, weil dann weiß ich, dass es jetzt kalt wird. Ich muss nicht mehr in der Sonne stehen. Es macht schon viel mehr Spaß. Ja, im Sommer Radl fahren, viel Krafttraining gemacht, auch Tennis, also ein bisschen mit Abwechslung, Inline-Hockey. Ich habe mit einem Kumpel daheim trainiert und mit Christian Deichstetter, mit dem Trainer. Und das war super. Wir haben Spaß gehabt. Und auch hart trainiert, aber jetzt wird es Zeit, dass wieder aufs Eis geht. Auch in der Helios Arena wird derzeit bis spät in die Nacht gearbeitet. Für das Team rund um KIB Geschäftsführer Klaus Hässler eine harte Zeit. Ja, Olli, wir liegen voll im Zeitplan. Wir gehen davon aus, dass wir, nachdem wir heute die Bahn weiß machen, morgen früh beginnen mit der Werbung einzubringen, Linierung einzubringen. Die wollen wir bis am Samstagabend so ziemlich abgeschlossen haben, dass wir dann die restlichen 4 Tage nutzen können, um das Eis richtig aufzubauen, dass es die richtige Stärke hat und vor allen Dingen auch, dass die Qualität entsprechend gut ist. Mit ordentlich Jetlag im Gepäck kam heute auch Neuzugang John Matsumoto in Schwenningen an. Und er hatte nur noch einen Wunsch, eine Mütze voll Schlaf. I'm super tired right now. I don't really know if I'm even speaking or functioning properly right now, but just try and stay awake for the rest of today and get my body used to German time. Yeah. My name's John Matsumoto. I'm from Ottawa, Canada. I currently live in Boston, Massachusetts with my wife, Kristen Brady Matsumoto.